Hey, ich wünsche euch willkommen zu Let's Play Ratchet & Clank 3. Ich bin Chester Löde 5 und so, heute können wir uns endlich mal wieder auf den Weg machen. Was ist denn endlich mal wieder? Ich habe immer noch einen gigantischen Vorrat. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Ratchet & Clank ich noch auf Platte habe. Ratchet & Clank for days, aber genug darüber. Euch stört das sowieso nicht. Ich kenne das Spiel eh und in- und auswendig. Von daher. Absturzstelle. Ich mag den Ort eigentlich. Mal davon abgesehen, dass es sogar einige Stilpunkte gibt, die jetzt ziemlich interessant sind. Einmal nämlich, du Freunde. Ich glaube, das war ein Stilpunkt, wenn man nämlich ein bisschen was gegen die Vögel hier hat. Oder was auch immer ihr sein sollt. Irgendwelche Raptoren irgendwie. Killervögel. Oder sie geben auf jeden Fall Geld, früher oder später. Aber man kann sie töten, von daher. Warum nicht? Und ein anderer Stilpunkt wäre, wenn wir denn eine gewisse Anzahl von Gegnern mit der Saugkanone hier besiegen. Was ich auch meinte, von wegen, na, komm. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das so ein Ding war, von wegen, mach Vogel kalt. Na geil. Aber wir wollen uns den Titanbolt ab, der hier ist. Das ist übrigens der einzige. Aber wir können uns noch ein anderes Geheimnis abholen. Dazu aber später. Erstmal die Saugkanone raus und saugen, was das Zeug hält. Saugen wie ein Bus. So. Das Problem halt ist, die halten bis zu 3 Schuss aus. Obwohl meine Saugkanone schon auf V4 ist. Also, dennoch, die halten ordentlich was auf, die Freunde. Von daher macht es diesen Stilpunkt nicht unbedingt einfach. Selbst wenn man halt so alles... Wow, hallo. Komm mal her. Ich hab dich genau gesehen. Und da ist noch einer. Okay. Ich glaube, ich möchte den Stilpunkt hier auch gar nicht holen, wenn ich ehrlich bin. Dafür halte ich mir irgendwie in letzter Zeit zu wenig aus. Nimm den hier. So. Problem gelöst. Machen wir lieber mit vernünftigen Waffen. Zumal, wir können uns ja, wie gesagt, wie ich ja schon meinte. Super. Vor allem, wenn das Ding unsere Munition in Scheiben schneidet. Darauf hätte ich denken müssen. Aber naja, wir kriegen ja noch eine leichte Trophäe, die ist da oben. Aber ihr wisst von diesem Stilpunkt jetzt Bescheid. Von daher denke ich nicht, dass ich darauf weiter eingehen muss. Und wie gesagt, zur Not habe ich einen Playthrough mit 100% und der ist... Ah! Nein! Nein! Shit! Shit! Nein! Auf! PC! Lass das! Alter, mein PC hatte gerade Ultra-Durchfall wegen so einem scheiß Update. Kleinen Moment. Was ist denn jetzt? Nein, Lissy. Nee. Nee. Böses Lissy. Nein, nicht anrufen. Nicht mehr hier aufnehmen. So. Meh. Meh. Also heute, ey. Das ist ein Tag wie kein anderer. Immerhin. Immerhin haben wir jetzt die Wirbelkanone. Immerhin etwas. Ihr seht, das Ding hat schon wesentlich mehr Power auf der Bank. Wird sogar mit solchen Leuten fertig. Jetzt habe ich den Multiplikator angenommen. Das war ein Fehler. Das war ein ganz großer Fehler, Shadow. Das war ein Mega-Fehler. Was machst du jetzt mit den Leuten? Oh ja, genau. Ich kotze sie an. Super, jetzt hat dadurch meine Stoppuhr aufgehört, seinen Job zu machen. Das heißt, ich muss jetzt doppelt aufpassen. Oh mein Gott. Die Technik, die Technik. So. Das kann ich, glaube ich, knicken. Ja, jetzt müssen wir gucken.
Oder auch nicht. Geht auch so. Wir haben jetzt zum Glück noch unseren Boltgreifer, der uns da zum Glück ein bisschen Geld verschafft. Und wir haben schon wieder ziemlich viel Cola und... Oh, meine Güte. Blödes Misthandy. Ich hasse Smartphones, ey. Warum hab ich eins? Ach ja, weil Trend und so ein Scheiß. Ganz ehrlich, ich vermisse meinen alten Ziegelstein von Handy. Das Ding, was gesagt hat, ja, Akku ist fast leer. Und dann noch einen ganzen Tag hält. Das war mein altes Handy. Nur mal so, mein altes Handy ist am Vormittag, hat's gesagt so, ja, also, ich habe ja fast kaum noch Energie. Und am Abend so, ich habe immer noch kaum Energie. Aber geht schon, geht schon, geht schon. Ich krieg das hin. Okay, okay, okay. Ihr blöden Freaks. Lasst mich ja am Leben. So. Und ihr Säcke, lasst das jetzt mal. So. Gib mir die Energie da. So, nochmal Glück gehabt. Und nämlich da oben. Das ist nämlich das, wovon ich geredet habe. Da kommen wir nämlich so hin. Und müssen uns denn hier so ein bisschen durch die Gegend mogeln. Nur um da hochzukommen. Aber dafür finden wir da hinten etwas sehr, sehr Tolles. Nämlich, was ist denn das, liebe Wärter? Oder was verbindet sich an der Show Nummer 1? Nichts Gutes. Nämlich das Nanopack. Der Nanopack enthält zusätzliche Nanotechnologie, die dich im Notfall automatisch heilt. Und wie ihr seht, sehr gut also. Können wir, sowas kann man sehr, können wir sehr gut gebrauchen. Heilt uns halt, wie gesagt, in Notfällen. Ist so eine Art extra Energietank, wenn man will. Und witzigerweise, bevor meinem letzten Playthrough, wusste ich gar nichts davon. No shit, ich wusste einfach nichts davon. Gekotzt. Gekotzt. Schön, wie die auf meiner Seite stehen. Und dann sterben. Ah. Ich bin ein böses Arschloch. Ich bin ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Und du fängst an, mich mit deinem Affen zu langweilen. Macht ja kaum noch Schaden mittlerweile. Mann, 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 Mann. Oh, nö. Hier? Au! Der kann mich hier durchtreffen? So. Nochmal Energie hier. Aber seht mal, ich habe jetzt schon die, ich habe jetzt mir ja die Aegis-Mark geholt und überlegt mal, was jetzt wäre, wenn ich die nicht hätte. Ich wäre jetzt schon mehrmals tot gewesen. Hey, eine Rettungskapsel. Die muss wohl von dem Kreuzer stammen. Und da, Fußspuren. Fußspuren. Es ist tatsächlich noch jemand lebendig entkommen. Wir kommen knapp zu spät. Der Taschenschrittisator ist noch warm. Das Notfallfunkgerät hat kürzlich einen Funkspruch gesendet. Er wurde aufgezeichnet. Dass hier mal alles aufgezeichnet wird. Taxi? Ich bräuchte sofort ein Taxi. Oho, das ist wohl mein Glückstag. Wo soll ich dich abholen, Schätzchen? Ich bin auf dem Planeten Zeldrin. Direkt bei dem riesigen Sternenkreuzerwrack. Ist nicht zu verfehlen. Sternkreuzerwrack, was? Klingt, als wüsstest du, wie man Spaß hat. Warum gehen wir beide später nicht in die Cyberdisco? Pass auf, Freundchen. Ich meine nicht so hastig. Tut mir leid, Lady. Ich kann nicht anders. So eine Frau in so einem Kleid. Was? Das? Das habe ich doch nur schnell übergeworfen. Wo geht's denn hin? Das sage ich dir, wenn wir ankommen. Und wenn du es niemandem verrätst, kriegst du 5 Volt extra. Und noch etwas. Hast du vielleicht ein Ladegerät für das Ding hier? Der B20-Schrittisator, was? Das wird ja immer besser. Ja. Ich hätte es wissen müssen. Was? Dass Quark eine Schwester hat? Hä? Nein, nein, dass er noch am Leben ist. Das war Quark. Oh. Aber warum kam er nicht zurück zur Phönix? Ist doch egal. Er will, dass wir ihn für tot halten. Das gefällt mir nicht, Clank. Bis wir wissen, was Quark vorhat, sollten wir das für uns behalten. Wenn das Q-Team erfährt, dass Quark uns sitzen gelassen hat, könnten sie die Hoffnung verlieren. Ich verstehe. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe. I don't like it, but it's okay. Hey, was hat er denn da?
Eine Datendiskette. Quark muss sie vom Sternkreuzer geholt haben. Deshalb ist er also zurückgekommen. Los, wir entschlüsseln den Code auf der Phönix. Ich find's vor allem geil, wie meine Rüstung glänzt. Ist euch das mal aufgefallen? Nur mal so, die leuchtet so unheimlich cool. So. Ah, wir haben immer noch nicht genug. Aber ich glaube, die Waffen zu holen, da werden wir gar nicht zu kommen. Weil nämlich wir kriegen demnächst noch ein paar andere schöne Spielzeuge. Oh, hallo. Boom. Oh nein. Paff. Ah, ich mag das Ding. Nur mal so, also wirklich, die Scheibenklingpistole ist für mich echt eine der absolut Lieblingswaffen. Allein schon aus so vielen Gründen. So. Cool, ich kann sie nicht treffen. Ich kann sie damit fast gar nicht treffen. Aber sie mich. Hallo. Ach, so schön. Scheibenklingpistole ist sogar gegen diese Freaks unheimlich effektiv. So. Okay, den da oben treffen wir nicht. Aber macht doch nichts, brauchen wir auch nicht offenbar. So, diese Mannstoppfähigkeit ist einfach geil. Einfach super. Und hallo! Meine Freunde! Willkommen zurück! Baboom! So. Oh, wir kriegen noch mehr Besuch. Na super. Ich liebe Besuch. Nicht. Gekotze! Nein. Ich glaube, ich habe sie kaputt gekotzt. Wo muss ich nochmal hin? Bin ich jetzt doof? Hä? Ach, da! Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt doof, wo ich hin muss, oder was? Finde ich übrigens so cool hier. Man kann einfach so durch die Gegend fliegen. Und ich glaube... Oh! Oh! Ich weiß nicht. Klingt eher nach Krieg als nach Party. Ich hab's ja gesagt, er fällt nicht drauf rein. Haltet die Stellung, Jungs. Ich komme so schnell ich kann. Ja, und jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich vergessen habe. Nämlich, das ist die letzte Mission mit unseren guten Freunden. Nämlich auf Aridia. Das habe ich voll verplant irgendwie. Dass man auf Aridia auch noch einiges zu tun hat für die. Ich habe echt gedacht, auf Metropolis, das wäre der letzte. Ist mir voll eingefallen, dass... Ach nee, gibt ja noch Aridia. Ist mir jetzt gerade eben auch... Während ich da runtergerollt bin, habe ich dann so überlegt, so... Sei immer fair, ne? Und dann so... Oh, ach ja, Aridia, da war ja was. Die Tunnel an X12 und es gibt... Allein das gibt schon 12.000. Die Tyrannos wollen durch diese Tunnel angreifen. Irgendwo gab es ja auch noch einen Titanbolt. Ich glaube, der war aber nicht hier. Ja, da kommt was. Da kotzt was. Um genau zu sein. Da stirbt was. Gekotzt. Er geht einfach zurück und sagt sich, nö. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich kann es einfach kaputt kotzen. Möchte aber trotzdem nochmal gucken. Ich bin mir nämlich gerade unsicher. Ich schätze mal, die werden noch ein paar Minuten, gleich mal eine Sekunde ohne mich auskommen. Ah ne, wir müssten eh vorstürmen, von daher ist das alles sogar relativ egal, aber... Nein. Nein. Dann habe ich mich geirrt. Schlicht und ergreifend mein Irrtum. Weil ich habe gedacht, dahinter wäre was, aber dann ist das doch erst später. Gekotzt. Er hat sich gerade selber weggelasert. Was ist mit dir los? Ach, du hast noch nicht genug Kotz. Baboom. So. Oh, oh. Wop, Ship.
Wir gehen auf Nummer sicher. Also ich laufe einfach nur zu denen hin. Das ist so geil. Man kann einfach zu ihnen hinlaufen und dann sagen so, fuck you, du bist tot. Jetzt. Die Dinger sind ein bisschen scheiße. Okay, mit der Peitsche ist das eine dumme Idee. So. Ein Problem weniger. Schipp! Sehr gut. Auftrag ausgeführt. Zum Glück waren die Schutztruppen da. Bim, 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 bim. Hinterhalt im Tal! Die Tyrannos sind überall. Wir brauchen Hilfe. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum sie hier so. Warum die. Es ist irgendwo auch ein Fehler im Spiel, glaube ich, weil die klingen alle jetzt so komisch hochgepitcht. Ich weiß nicht warum. But nobody cares. Boom. Diese Tyrannos sind koordinierter, als wir das gewöhnt sind. Vielleicht haben wir es mit etwas Neuem zu tun. Ja, diese sind jetzt ein bisschen mehr Roboter, deswegen also. Ist wie so eine neue Rezeption vom Pudding. Ist immer irgendwie neu. Babu. Aber eigentlich, das ist so die langweiligste von allem, muss ich schon sagen. Man fliegt hier einfach nur, macht einen auf Chip und ja. Aber witzigerweise, mich persönlich greift hier nichts an. Die greifen alle schlicht und ergreifend die Truppen an. Deswegen. Ja. Baboom. Baboom. Chip. Oh, weg. Das sind auch noch mal welche. Ihr verschwindet auch. Wo kommt ihr eigentlich her? Nur mal so. Also, wieso habt ihr so ein dunkles Portal wie hier die Typen aus Kingdom Hearts? Nur mal so gefragt. Ach, noch ein Chip. Chip. So. Weg. 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 Ihr seht halt hier einfach, es interessiert sie nicht. Es interessiert sie einfach nicht, dass wir da sind. Die versuchen nicht mal auf uns zu schießen. Danke, Sarge. Sie kommen genau richtig. Wir ziehen uns zurück und sammeln uns am Stützpunkt. Muss mal gerade gucken, haben wir hier eigentlich. Oh, wir haben schon den Entenstrahler. Der Entenstrahler ist ultra witzig, aber auch wieder so eine Waffe, die man nicht unbedingt immer braucht. Das Attentat. Diesen Auftrag führen Sie wohl alleine aus, Sarge. Wir haben nämlich. Ja, das ist jetzt nämlich so die. Und das ist ein Pflichtfach. Aber geben Sie diesem Abschaum auch eine Trachtprügel von uns. Diese Mission ist ein bisschen tricky, weil man halt alleine gegen so eine riesige Masse an Gegnern antreten muss. Und das Ganze kann ein bisschen schwierig werden an manchen Stellen. Also von daher, hier werde ich eventuell ein, zweimal sterben. Vor allem, weil viele von den Großen da rumlungern. Da von unseren Laserfreunden. Aber glücklicherweise halten die von unserer Scheibenklingpistole auch nicht viel aus. Ist der mir gerade ausgewichen, der Penner? Was ein Arschloch. Ich muss mal gerade kurz. Ah, nee. Doch nicht. Jetzt brauchen wir nämlich erstmal unser Chip. Nicht unser Chip. Wir haben jetzt hier ein Auto. Wo ich erstmal wieder lernen muss, wie man es fährt. So fährt man's. Ich glaube, hier gibt es einen Stilpunkt, wenn man hier rüber. Ich sagte, ich werde sterben, weil ich realisierte, ich muss den anderen Weg nehmen. Naja, gibt Erfahrung für Waffen. Man kann kotzen bis zum Gehen mehr. Aber geben Sie diesem Abschaum auch eine Trachtprügel von uns. So. Blech. Blech. Das ist eine Treppe, mein Freund. Die kann dir nichts tun. Aber das weiß er wohl noch nicht. Gott, halten die damit viel aus. Peitsche ist schlicht und ergreifend nicht so stark. Aber ich guck mal, vielleicht kann ich ja den Typen da oben mit meinem Schmelzgewehr irgendwie
sodass ich mir den Kleinkram für selbst aufheben kann. Oh, warte. Ha! Sogar geschafft. Wie cool. Jetzt kann ich den Kleinkram nämlich alleine machen. Und das ist nämlich gute Erfahrung jetzt. Oh yeah. Das hat doch funktioniert. So. Gut, dann fahren wir halt erstmal diesmal hier lang. Ich fahr mal erst hier rum. Versuche jetzt mal die mit der Peitsche nochmal loszuwerden. Na. Ihr seid doch bestimmt mein Leveler für die Peitsche. Ja! Die Quantenpeitsche. Schleudert nämlich jetzt super geile Killerwellen. Jetzt ist das Ding nämlich ein bisschen mehr Distanz, als es eigentlich sein sollte. Und das macht das Ganze halt jetzt auf einmal so praktisch. So, müssen wir die Agenten auch wieder ein bisschen ranlassen. Die brauchen auch mal wieder ein bisschen Übung. Vor allem an solchen... Vor allem an solchen ist das echt gutes Training dann. So. Okay, da habe ich gerade ein bisschen übertrieben mit den Agenten. Ein bisschen zu viele. Aber naja. Man kann nie genug mit der Waffenpower übertreiben. Miep, miep. So, meine Agenten müssen jetzt leider irgendwie nachkommen. Keine Ahnung wie, aber das schaffen die schon. Babam! Babam! So. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Ich düste am besten hoch und mach einfach YOLO. So, was stirbt? Das stirbt, der Rest darf da bleiben. Wo, oh mein Gott, es hat nichts überlebt. Damals nahm ich es mit einer Armee von Robo-Geisterpiraten auf. Ich nehme mal hier... Oh, nein! Und eineinhalb aufgeladene. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach runterfallen. Und das nächste Mal gibt's noch mehr davon. Bei Let's Play Ratchet & Clank 3. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.